Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games Newsletter. Heute reden wir erstmal darüber, dass Zwirk bei seinem Event den CityBuild 7 Server, wie soll man sagen, dazu gebracht hat, dass dort eine Whitelist draufkommt, weil dort einfach viel zu viele Leute drauf waren, wie mir erzählt wurde. Also ich war nicht selber dabei, es wurde mir nur so zugetragen von manchen Spielern. So Leute, als Entschädigung hat später der Herr abgegeben, ich glaube, 1000, ne, 15k hat er jedem gepayt. Da besteht halt wieder die Gefahr, wie ich es immer sehe, dass du dich da einfach mit zweiter Account hinstellen kannst, Leute, und dann, dass du da einfach viel mehr Geld abkriegst. Das finde ich irgendwo schon ein bisschen viel, dass du da 15k gepayt bekommst. So, Leute, jetzt kommen wir zu einer News, die eigentlich keine richtige News ist, aber ich würde es einfach mal mit reinnehmen. Und zwar, ihr kennt ja alle den lieben Lane Time und den lieben Lord Varus. So, Leute. Ihr kennt ja sicherlich auch, man braucht ja bestimmte Rechte, um jemanden zum Beispiel Pay Sternchen zu payen. Also Pay Sternchen heißt ja, man payt jetzt allen Leuten. Wartet mal, warum hier Sternchen. Dass man allen Leuten einen bestimmten Betrag payt. So, der liebe Lane Time hat Lord Varus Geld gegeben. Und der hat es dann allen auf CityBuild 1 gegeben. Ich glaube, Lane Time hat insgesamt jedem Spieler 1500 Dollar gegeben. Ja, das ist schon eine Menge, Leute. Ihr könnt euch das ja selber ausrechnen. Bei 250 Spielern, die dort online waren, ja, das mal nebenbei, ja, also das ist schon eine ordentliche Menge gewesen. Das waren 375k, die Lane Time einfach mal so rausgehaut hat. Doch meiner Meinung nach ist Lane Time einfach nur reich und kann es sich damit leisten, Leute. Ich finde das auch eine Ehrenaktion. Also, Lentham, wenn du das hier siehst, Grüße gehen an dich raus. Ich finde das eine Ehrenmann-Aktion von dir, dass du das gemacht hast. Und ja, Leute. So, dann kommen wir jetzt mal zu einer anderen News. Und zwar geht es da auch um den lieben Lord Varus. Der liebe Lord Varus hat ja irgendwie Streit mit Admin Evil, Leute. Damit wir jetzt mal sehen können, was ich meine, gehen wir jetzt mal auf CityBuild Evil. Ich weiß nämlich nicht, ob das noch da ist, aber wir können hier mal schauen. Ja, CityBuild Evil. So, da, ich weiß, da war ich, glaube ich, das letzte Mal vor ein paar Monaten drauf, wo es halt eröffnet wurde. So, ist es hier noch drin? Ja, da drüben sieht man es ja schon. So, ich weiß gar nicht, wem dieses GS dort gehört. Ich glaube, das gehört dem lieben Golden Hand, oder? Ne, PI. Wem gehört denn das? Golden Hand, ganz genau. Lord Varus hat hier mit Worded Golden Hand sein GS einfach reinkopiert, Leute. Wie man sieht. Ich finde das echt ein bisschen behindert. Was machen die denn hier für eine Scheiße, bitteschön. Das GS gehört ist einfach... Wartet, hier hinten. Ja, Golden Hand, die alle hier vertraut. Das ist ja auch der echte Golden Hand, der wird ja mit YouTube geschrieben. Aber worum geht's bei diesem Streit, frage ich mich jetzt, Leute. Also wir werden dazu in nächster Zeit noch näher erfahren. Ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten. Wenn euch diese News heute gefallen haben, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Schreibt mir gerne mal eure Vermutung in die Kommentare, worum es bei diesem Streit geht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.